Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zum 18. Linux-Infotag hier in Augsburg, wieder in Zusammenverbund mit Hochschule Augsburg und der Linux User Group Augsburg. Und ich als Vorstand möchte Sie alle herzlich begrüßen hier, dass Sie und freue mich, dass Sie hier alle hergekommen sind, so zahlreich und auch so pünktlich, damit wir jetzt anfangen können. Und ich übergebe jetzt das Wort an den Ingo Blechschmidt, der hat noch was vorbereitet. Ja, vielen Dank, Carsten, für die Einführung. 18. Linux-Infotag. Also das heißt, wir haben das ja einmal jährlich gemacht. Seit 18 Jahren gibt es diese Veranstaltung. Ich finde, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich erinnere mich noch an den ersten Linux-Infotag, den ich damals besucht habe. Ich war ein ganz kleiner Junge, also ich war so Mittelstufenschüler oder sowas. Und damals hatte so ein Infotag eine wahnsinnig wichtige Bedeutung für die Community, weil es gab ja niemanden sonst, der Linux verwendete. Linux war ja so ein Geheimtipp, ja, also irgendwie jemand hat einem dann irgendwann mal so eine CD mitgebracht, so SUSE Linux 6.1, das war mein erstes. Und dann war das ganz schwierig, das zu installieren, und es gab riesenlange Warnungen, dass eventuell der Bildschirm explodiert, wenn man da mit der X-Server-Config was falsch macht. Und es war wirklich ganz, ganz besonders, und was ganz wichtig ist, dass man gleich auf Gleichgesinnte treffen konnte, ja. Heutzutage hat sich die Bedeutung von solchen Veranstaltungen ein bisschen verändert, ja, also zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis verwendet halt einfach jeder Linux. Ich kenne keinen, der nicht Linux verwendet. Meine Eltern verwenden Linux. Das ist ganz normal, ja. Auf jedem zweiten Handy läuft Linux. Android ist ja eine Linux-Variante, ja. Das heißt, die Bedeutung ist ein bisschen gewandelt. Linux ist nicht mehr so dieses coole Underground-Ding, wo es schwierig ist, auf Gefährten zu treffen, sondern Linux ist einfach angekommen und dient jetzt allgemein der Vernetzung. Diese Veranstaltung ist, wie die meisten Linux-Veranstaltungen, von der Community für die Community organisiert. Ja, also hier steht jetzt keine Firma dahinter und ihr müsstet auch keinen Eintritt zahlen oder sowas, sondern es wurde alles von Freiwilligen gemacht. Und ihr zählt auch zu dieser Community, das heißt, ihr seid auch herzlich eingeladen, hier anzupacken. Wenn ihr irgendwas seht, was man verbessern könnte oder sowas, dann macht es einfach. Folgt dem Open-Source-Motto, bitte nicht um Erlaubnis, sondern bitte eventuell im Nachhinein um Verzeihung. Das ist viel effizienter. Ja? Also packt einfach an, wenn ihr was machen wollt. Wir suchen auch noch Raumbetreuende, ihr könnt euch gerne beim Infostand melden und dann noch Minister eingetragen werden. Macht Spaß. Bei 5 Leute gab es, die besonders hier dabei waren, um diese Veranstaltung zu organisieren. Ich selbst bin Ingo Blechschmidt, ich gehörte nicht zu diesen 5. Ich bin nur der hier bei diesem Hanse, der die Anfang macht. Diese 5 Leute im Orga-Team, die wir den heutigen Tag zu verdanken haben, das sind Carsten Nordzig, Stefan Paul, Michael Ries, Jörg Weishaupt und Anjan Ziegler. Und ja, danke. Also über die Orga-Mailingliste gingen hunderte von E-Mails und wir mussten ganz viele Server-Sachen machen und so weiter, um das hinzukriegen. Und jedes Mal gibt es auch einen Helden, der besonders viel im Orga-Team macht. Das war vor 2 Jahren die Christine Koppelt und letztes Jahr wie dieses Jahr war es Anja Ziegler. Also an den bitte, ich sehe ihn gar nicht, vermutlich beschäftigt, einen besonderen Applaus. Dann möchte ich gar nicht mehr lange rumreden, nur noch ein paar organisatorische Infos. Erstens, wenn ihr nur diesen Vorträgen bleibt, dann werdet ihr einen wichtigen, substanziellen Teil von diesem Linux-Infotag hier verpassen. Geht auch zu den Ständen und verwickelt die Standbetreuenden in Gespräch. Sagt ihnen, hey, was ist das denn für ein Projekt? Das sieht ja interessant aus. Kannst du mir was dazu erzählen? Zweitens, der Raum G, der wird sich im Laufe des Tages 3-mal verändern, wo der wirklich existiert. Er geht einfach zum Infostand und fragt jedes Mal, wo sich der Raum G befindet. Drittens, am Abend gehen wir ins griechische Restaurant Alt-Athen. Das ist nur 5 Gehminuten von hier entfernt. Da sind alle herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen. Wenn ihr nicht lange warten wollt auf euer Essen, geht dann auch zum Infostand und tragt mich in die Liste ein für die Vorbestellung. Und genau, letzte Sache. Es gibt auch einen Büchertisch von Buch 7 netterweise zur Verfügung gestellt. Buch 7, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Buchhandel, der viel, viel weniger bekannt ist als diese Firma mit A am Anfang, ja. Und wurde gegründet von Augsburger Studierenden und die setzen sich nicht das Ziel, möglichst viel Geld in die eigene Tasche zu scheffeln, sondern möglichst viel Geld von dem, was sie verdienen, zu spenden an gemeinnützige Organisationen. Ich bin ein großer Fan, ganz persönlich bin ich ein großer Fan von Buchsen. Außerdem unterstützt haben uns Tuxedo und B1 Systems, die haben auch beide einen Stand. Bitte verwickelt die insbesondere in lange, intensive Gespräche. Dann ist es mir eine große Ehre, den heutigen Keynote-Sprechenden vorzustellen. Harald Welte, ich bin super aufgeregt, dass ich jetzt hier mit euch sein, weil Harald Welte ist eine wirklich sehr bekannte Person. Jahrgang 79,
Er ist Programmierer und Aktivist für freie Software. Und eines der Projekte, für das am bekanntesten ist, ist gplviolations.org. Ihr wisst vielleicht, Linux baut auf dem Prinzip auf den Schultern von Giganten stehen. Ja? Also Linux gab es schon und dann macht irgendeine Hackerin ist unzufrieden mit dem Teil von Linux, verbessert das und stellt die Änderung wieder online. So funktioniert das Ganze, so wächst das. Aber es gibt auch manche Firmen, die sich nicht dran halten, die einfach nehmen, um sie zurückzugeben. Das ist illegal, diese GPL-Lizenz untersagt das, aber manche Firmen scheren sich nicht drum. Und Harald ist einer von denjenigen, die dann wirklich gerichtliche Schritte gegen die Leute eingereicht haben, mit Erfolg. Also wichtige Rolle. In letzter Zeit ist er vor allen Dingen im Mobilfunksektor unterwegs. Er war zum Beispiel am OpenMoko beteiligt. Das ist eine Android-Variante oder wieder eine Linux-Variante für Handys, die das Ziel hat, vollständig frei zu sein, wo auch die Hardware, die Designentwürfe und so weiter alles frei sind. Okay, und er wird heute ein bisschen aus seinem Erfahrungsschatz plaudern, nämlich 20 Jahre als Aktivist, Programmierer der Fansoft-Szene. Bitte einen großen Applaus für Harald. Ja, hallo. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, mein Name ist Harald Welte. Ich wurde ja vorgestellt. Zunächst ja, danke, dass ich eingeladen bin, dass ich hier vortragen kann. Es ist für mich sehr ungewohnt. Und zwar deswegen, weil ich üblicherweise eigentlich nur extrem technische Vorträge halte. Es ist also jetzt hier keine technische Präsentation. Wenn jemand irgendwie was dagegen hat, wir können gerne noch abstimmen, falls irgendwie ich doch lieber über technische Dinge reden sollte. Es wird jetzt also eine Art historischer Abriss und mit Mischung persönlicher Werdegang. Ungewohnt auch deutsche Vorträge, habe ich auch schon lang, nicht, dass ich mich erinnern könnte, wieder gehalten. Man möge mir die englischen Worte an Stellen verzeihen. Gut. Bin also jetzt hier als Alleinunterhalter, darf das Publikum unterhalten für die nächsten 40 Minuten oder so. Und der Titel war ja etwas sperrig, als überzeugter Entwickler freier Software. Es handelt sich also hier um einen Überzeugungstäter. Ich fange mal so ein bisschen an vor freier Software. Ich denke schon, dass es einen gewissen Einfluss darauf hat. Man wird ja nicht als freier Softwareentwickler geboren. Aber es war schon irgendwo eine gewisse Technikaffinität irgendwie vorhanden. Es gibt da die Geschichte, dass meine Eltern bis heute sagen, ich habe stehen und gehen gelernt, um an die Knöpfe der Stereoanlage ranzukommen. Ja, das war also wohl die Faszination der Technik. Mit 3 hatte ich dann eine Schreibmaschine, die irgendwo bei meinem Vater in der Firma rausgeflogen ist. Also Tastaturübungen irgendwie auch entsprechend früh. Und ich habe viel Zeit in der Stadtbibliothek verbracht. Das heißt, Lernen und Wissen sich anzueignen über unterschiedliche Dinge hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Das wird sich dann auch wiederfinden, als ich dann später eben freie Software entdeckt habe. Ich meine, als ich aufgewachsen bin in den 80ern, da gab es halt kein Internet, schon gar nicht in Deutschland und nicht in der Form und nicht für Privatpersonen. Und die Quelle war eben die Stadtbibliothek, wie man irgendwie sich Dinge angeeignet hat. So, dann sind wir in den 80er Jahren, so mit, ich glaube, ungefähr 8, also 87 rum, gab es dann irgendwie Freunde, die hatten C64er. Da hat man dann irgendwie Basic Listings aus Programmierzeitschriften abgetippt oder irgendwelche Datasetten getauscht oder ähnliches. Da hatte ich jetzt, Basic Listings aus Zeitschriften abtippen heißt noch nicht, dass man programmieren kann oder dass man irgendwie Ahnung davon hat, aber Faszination war schon irgendwie da. Und letztlich gab es dann mit 10, also 89, einen 286er, den ich bekommen habe von meinen Eltern, mit DR-DOS. Und dann war es eigentlich irgendwie um mich geschehen. Am ersten Abend gleich die RLL-Festplatte Low-Level formatiert. Die Leute, die alt genug sind, werden sich da vielleicht noch erinnern können. Es gab da mal BIOS-Optionen und wenn man da natürlich so ein neues Gerät hat, muss man die alle mal ausprobieren. Dann, hups, ist irgendwie das Betriebssystem gelöscht. Das heißt, ich musste dann gleich am ersten Tag mit dem Rechner lernen, wie man irgendwie DOS neu installiert und so. Gut, nächster Schritt war dann die anderen haben alle irgendwie immer viel gespielt. Ich fand eigentlich eher immer interessant das Safe-Game-Hacking. Also man konnte ja immer irgendwelche Spielstände speichern und dann mit dem Hex-Editor herauszufinden, an welcher Stelle sind jetzt die Credits oder sonst irgendwas, damit man die eben entsprechend verändern kann. Und wenn das dann geschafft war, dann war eigentlich das uninteressant. Das Verstehen wollen und die
ja, die Hintergründe, die Funktionen zu ergründen von dem, mit dem man da umgeht, das war irgendwie eben die Motivation an der Stelle. Ich habe dann angefangen auf dem DOS-Rechner mit QBasic und QuickBasic und Turbo Pascal, habe dann lange Jahre mit Turbo Pascal und Born in Pascal am Schluss verbracht und ja, irgendwelchen Blödsinn entwickelt, was man halt irgendwie so als Kind oder Jugendlicher macht. Kamen auch nützliche Dinge dabei raus. Ich habe mal Shareware geschrieben, eine Zeit lang, freie Software kannte ich noch nicht. Das war halt damals, gab es Freeware und Shareware viel unter DOS und wenn man nichts anderes kennt, dann macht man das halt auch so, wenn man da irgendwelche kleinen Hilfsprogramme schreibt. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass ich Sommerurlaub bei meinen Großeltern am Campingplatz verbracht habe, wo ich dann x86-Assembler mit Stift und Block auf Karo-Papier niedergeschrieben habe mit PC Intern 3.0. War auch alles noch keine freie Software, aber eben Faszination an Technik und an systemnaher Entwicklung. Und ich denke, ganz anderer wichtiger Punkt war dann ein alter 300 Baud Akustikkoppler, den ich bekommen habe. Dann auch schnell abgelöst durch ein 2400 Baud Modem und eben dann Mailboxen, die Mailbox-Szene, Valentin Board Systems. Und damit verbunden dann auch Netze und Communities, Z-Netz, Fido-Netz, ganz viele andere Netze, die es gab damals, an die man rankam als Privatmensch, zu Zeiten, wo Internet also eben noch kein Thema war. Wir reden jetzt hier über sowas wie, ich sag mal, 92, 93 oder so ist so ungefähr die Zeit, in der ich da so richtig reingekommen bin. Und da dann eben zum ersten Mal dieses Community-Gefühl, ja, dass also man bastelt da irgendwo allein und hat irgendwie seine drei Freunde irgendwie am Schulhof, die sich vielleicht auch mit Computern beschäftigen, sondern dann gibt es zum ersten Mal, man kann weltweite Kontakte knüpfen, man kann sich mit Gleichgesinnten austauschen, eben damals, egal wo, die Nachrichten in diesen Netzen wurden ja auch international transportiert. Eine Nachricht nach USA hat halt irgendwie ein, zwei Tage gedauert durch diese Store-and-Forward-Weiterleitung mit den Modems zwischen den Mailboxen. Aber es war möglich überhaupt, ja. Und auch wichtig, denke ich, zu dem Zeitpunkt, es wusste ja keiner, wie alt das Gegenüber ist. Und man konnte eben als Kind oder Jugendlicher da sich austauschen mit Leuten, die mehr wussten, die mehr kannten hatte eben das Gefühl, man ist Teil einer Community. Ja, Shareware hatte ich schon angesprochen. Wie gesagt, freie Software an sich kannte ich da noch nicht. Man hat eben irgendwelche Hilfsprogramme entwickelt, hat die ausgetauscht. Bei Shareware ist es ja so, dass man irgendwie dann Geld dafür zahlt, dass der Source Code auch nicht verfügbar ist. Bei Freeware ist es eben unentgeltlich, aber es ist trotzdem eben nur der Binärcode, also das ausführbare Programm, was da weitergegeben wird und nicht der Quellcode an der Stelle. Ja. Dann kam irgendwann Kommunikationstechnik. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in diesem Raum mit diesem Kürzel etwas anfangen kann. Das KA9Q-NOS. Nein. Okay, gut. Dann erkläre ich da kurz was dazu. Ich spreche ja davon, dass es noch DOS-Zeiten waren. Linux hatte ich noch nicht entdeckt. Netze waren interessant und das, was ich zuerst kannte, waren eben diese Mailbox-Netze, also Z-Netz, Fido und so weiter. TCP/IP ist ja eine komplett andere Welt, ja, dass man in Echtzeit kommunizieren kann, paketvermittelte Kommunikation und so weiter. Es war aber DOS so, ja. Und es gab tatsächlich von Phil Karn, das ist eine Amateurfunklegende aus den USA, das ist sein Amateurfunkkürzel KA9Q. Und von ihm ist übrigens einer der, ich glaube, Mitbegründer von Qualcomm Technologies, wo auch sicherlich der eine oder andere schon mal gehört hat. Also zumindest hat er da lange gearbeitet. Der hat damals ein freies Software-Betriebssystem, ein Network Operating System, NOS, entwickelt, was unter DOS lief und wo man unter DOS SMTP, FTP, HTTP, POP3, FTP und ein paar andere eben gängige TCP/IP-Protokolle sprechen konnte. Und man hat dann mit einem Packet-Driver die ISDN-Karte anbinden können und Ethernet-Karten und so weiter. Also eben Kommunikationstechnik, Internettechnik unter DOS noch. Ja? Also kein Windows, kein Linux, kein sonst irgendwas. Das lief dann relativ gut.
Und ja, dann war also ein weiteres Feld interessant, eben die Kommunikationstechnik an sich, ja, mit der man Rechner verbinden kann und so weiter, was mich dann irgendwie zum Kommunikationsnetz Franken e.V. gebracht hat. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Ja, ein Verein, der immer noch existiert, der damals ein Mitgliedsverein des Individual Network e.V. war, also ein Dachverband von Vereinen in Deutschland, die sich dem Internetzugang für Privatpersonen verschrieben haben, zu einer Zeit, wo es eben noch keine kommerziellen Internetprovider gab, zumindest keine für Privatpersonen und wo Internetzugang noch rar war. Und beim Kommunikationsnetz Franken, da konnte ich mich einbringen, also die Systemadministration dort und konnte da eben mit BSD-Systemen arbeiten und mit SunOS-Systemen arbeiten und bin dort auch letztlich dann zu Linux gekommen, 1994. Und das Ganze war schwieriger als gedacht. Ich habe, glaube ich, mindestens 9 Monate gebraucht, bis es installiert war. Ja, das lag daran, dass die normale Boot-Floppy, die es da gab damals, ging immer davon aus, dass man SCSI-Festplatten hat. Ich hatte aber eine IDE-Festplatte und man hat ein anderes Boot-Floppy gebraucht und deswegen hat die Installation gescheitert. Ja, das war also ein langer und steiniger Pfad. Es war also damals noch keine CD, die ich hatte, sondern es war ein Diskettenstapel und die Boot-Disk hat dann halt eben immer nicht funktioniert, beziehungsweise sie konnte dann die Festplatte nicht finden und deswegen ging die Installation nicht. Ja. Und da war eben auch wieder das Netzwerk wichtig, also in dem Fall jetzt das Persönliche eben mit dem Kommunikationsfranken, mit anderen Enthusiasten, die dann da weiterhelfen konnten und dann hatte ich also eben Linux und seitdem nicht mehr zurückgeschaut. Andere Gruppe oder Organisation, die da dann involviert war, war die ALIGN oder allein, die Allgemeine Linux-Interessensgemeinschaft Nürnberg, weil LUGN, glaube ich, schon irgendjemand anders genommen hatte als Abkürzung. Ja, wir haben also in den 90ern dann auch Linux-Setup-Partys und was auch immer veranstaltet, um so ein bisschen das weiterzutragen und das Wissen auch wieder weiterzugeben. Da gab es dann Linux-Kurse, auch die ich dann Ende der 90er gehalten habe. Ja, und eben auch wieder dieses Communities, ja, mit anderen Leuten zusammenarbeiten, Wissen teilen, weiterverbreiten. Ja, in der Volkshochschule hatte ich dann auch den einen oder anderen Kurs gehalten in Nürnberg, um Leuten Linux näher zu bringen. Und das, was dann sozusagen nach Linux eigentlich kam, als Technik, mit der man sich austoben kann, war freie Software als Konzept. Ja, und das ist das, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat und deswegen sage ich eben Überzeugungstäter. Ja, es gibt so viele Gründe, warum freie Software jetzt aus ethischen Gründen oder wie auch immer ein unglaublich faszinierendes Konzept ist. Ja, man bekommt den Quellcode, man ist nicht abhängig von irgendeinem Hersteller, man entwickelt zusammen an Dingen, es ist einfach für mich ein Faszinosum und eben, wie ich auch denke, in vielen Bereichen einfach die ethisch richtige Entscheidung. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum irgendwie sich Behörden von einzelnen Firmen abhängig machen, die dann irgendwelche proprietäre Software oder was auch immer ihnen zur Verfügung stellen. Wie man sowas als Staat überhaupt zulassen kann, ist mir völlig schleierhaft. Ja, man kann freie Software anpassen, man kann die verändern. Man kann Bugs selber fixen, man muss nicht irgendwie sich 10-mal am Tag über irgendeinen Bug ärgern, sondern man kann einfach irgendwie anfassen. Und vor allem, man kann lernen. Und zwar nicht nur dadurch, dass man irgendwelche Bücher liest oder irgendwelche Vorlesungen anhört oder sonst irgendwas, sondern man kann einfach den Source lesen und verstehen und kann sich irgendwie weiter daran abarbeiten und kann auch lernen in Interaktion mit diesen Entwicklergemeinden. Ja, wenn man dann anfängt, irgendwie einen Patch zu schreiben, dann schickt man den ein, dann wird er zurückgewiesen, weil, naja, man hätte das viel eleganter machen können, hier oder da oder sonst irgendwas. Und man wächst einfach in diesem Prozess und verbessert seine Fähigkeiten. Und das, wie gesagt, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, ethische Aspekte, will ich jetzt, stellen wir mal hinten an, nicht zu weit ausholen. Ja, freie Software war aber eben einfach irgendwie Hobby. Ich meine, klar, als Schüler erstmal, man verdient ja kein Geld, sondern es ist einfach Freizeit, die man da reinsteckt. Und ich muss auch sagen, die Tatsache, dass es damals keine Ganztagsschulen gab, hat erheblich dazu beigetragen, dass ich Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie das Kinder heute aushalten, dass sie irgendwie den ganzen Tag beschäftigt werden.
Ja, aber freie Software war dann eben auch im Erwachsenenleben Hobby. Ja? Also ich habe beruflich, was weiß ich, irgendwelchen Leuten beim Einrichten ihrer Mail-Server geholfen oder sonst irgendwas, aber Entwicklung freier Software zumindest war Hobby, da gab es keine Bezahlung dafür. Ende der 90er habe ich dann, gibt es da einen? Nein, gibt es da nicht. Ende der 90er hatte ich als IT-Freiberufler gearbeitet, habe irgendwie elektronische Dokumentenarchivierungssysteme für Großbanken mitentwickelt. Das war also, konnte man viel Geld verdienen, aber freie Software entwickeln war halt einfach Spaß an der Freude und war ein Hobby. Dann Patches, Contributions an Projekte waren dann so die ersten Erfahrungen, dass man selber auch wirklich nicht nur Veränderungen macht für sich selbst oder so, sondern die dann auch einreicht und andere davon profitieren. Bei S-Mail hatte ich da eine besondere Erfahrung. Das war ein Mail-Transfer-Agent, also ein Mail-Server früher, den es heute nicht mehr gibt. Exim ist dem im Prinzip nachempfunden, dem S-Mail von damals. Ich glaube, der erste Patch, einer der ersten Patches, die ich an S-Mail geschickt habe, da hat dann der damalige, wohl relativ neue Maintainer gesagt, ach, jetzt verstehe ich diesen Teil vom Code endlich mit diesem Patch. Dann dachte ich mir, okay, gut, ich muss mir wohl einen neuen Mail-Server suchen. Wenn ich irgendwie den Code besser verstehe, oder halt an der Stelle besser verstehe als der Maintainer, dann ist das Projekt offensichtlich etwas tot. Gut. Was also letztlich passiert ist, die Arbeit an freier Software ist quersubventioniert worden. Ja, quersubventioniert durch, es gibt irgendwie den Dayjob, da verdient man sein Geld, da benutzt man vielleicht freie Software, aber man entwickelt sie nicht und man benutzt dann sozusagen das Geld, was man dort verdient, um an freier Software arbeiten zu können, was natürlich insbesondere als Freiberufler relativ gut funktioniert, weil man irgendwie je nachdem, was man für Tagessätze verlangen kann, aber man muss ja nicht jeden Tag bezahlt arbeiten. Das heißt, man kann dann eben entsprechend viele Tage unbezahlt an freier Software arbeiten und das eben so quersubventionieren. Als Teilzeitjob funktioniert das natürlich auch im normalen Beschäftigungsverhältnis. So, dann gibt es den berühmten Italienurlaub 1998, in dem ich mir dann gedacht habe, ich muss jetzt mal im Linux-Kernel irgendwie diesen Connection-Tracking-Helper für das IRC-Protokoll schreiben. Ich hatte kurz vorher Kernel 2.3 irgendwas ausprobiert, also damals der Entwicklungszweig der Kernel-Entwicklung, und da hat eine Funktion nicht mehr funktioniert, die bei früheren Kerneln bereits enthalten war, und das war eben dieses Connection Tracking oder Network Address Translation für IRC, Internet Relay Chat, und dann dachte ich mir, na gut, das, wie schwer kann es sein, das muss man jetzt mal irgendwie hinzufügen dem neuen Paketfilter-Framework, was es in Linux gab, Netfilter IP Tables damals. Ja, und dann war eigentlich relativ bald klar, also das ist dann eingereicht und so weiter, und ich hatte so viel Spaß daran, dass ich das Ziel war, irgendwie hauptberuflich freie Software zu entwickeln, was damals dann auch überraschend einfach war. Ja, wir sind also noch Ende der 90er, die Dotcom-Blase bläht sich gerade auf. Es werden, was weiß ich, wie viel absurde Milliarden an Venture Capital in die ganze IT-Industrie hinein gestopft, und alles Linux ist auf einmal hip und jeder investiert irgendwie Geld in Firmen, die was mit Linux zu tun haben. Ich bin dann interessanterweise mit einer brasilianischen Firma namens Connectiva zusammengekommen. Gut, ja, dann bleibe ich erstmal an dem Erzählstrang. Die hatten mich tatsächlich eingestellt. Ich habe in Brasilien gearbeitet eine Zeit lang, und der Vertrag glaubt einem ja fast keiner mehr heute, der Vertrag war tatsächlich so übersichtlich, war eine A4-Seite groß, und da stand im Wesentlichen drauf, was ich mache, muss unter der GPL V2 veröffentlicht werden, ich muss Ihnen sagen, was ich mache, und ich bekomme Geld dafür. Ja, das war also der Arbeitsvertrag damals. Ja, weil einfach diese Firmen so viel Geld hatten und Linux-Leute gesucht wurden und man einfach versucht hat, dadurch irgendwie Know-how in die Firma zu bekommen und so weiter und so weiter. Gut, ja, ich bin dann also im Netfilter-Core-Team gelandet. Das ist eben jenes Gremium, was die Firewall-Funktion von Linux damals entwickelt hat. Gibt es auch heute noch, habe ich aber seit 12 Jahren nichts mehr damit zu tun. Habe dann angefangen, auch Vorträge zu halten auf irgendwelchen Fachkonferenzen. Ich glaube, kriege ich das Jahr jetzt nicht mehr hin, aber ich glaube, Linux-Kongress 2001 war so die erste größere Fachkonferenz, wo ich meinen technischen Vortrag gehalten habe. Ja, Connectiva in Brasilien hatte ich gerade schon, der beste denkbare Arbeitsvertrag. Es war nicht so wahnsinnig viel Geld, aber in Brasilien sind die Lebenshaltungskosten ja auch echt niedrig, oder waren sie damals zumindest. So, dann, die Dotcom-Blase platzt.
weiß nicht, so 2001 so rum. Leider auch bei Connectiva, Intel und andere hatten da sehr viel Geld reingepumpt und die sind gewachsen und gewachsen über ganz Lateinamerika, haben irgendwie, was weiß ich, wie viele Büros quer über den südamerikanischen Kontinent eröffnet und mussten sich dann etwas gesund schrumpfen und dann sagte ich, na gut, ich gehe, bevor ihr mich bezahlt, bezahlt ihr lieber zwei Brasilianer weiter und ich gehe wieder nach Deutschland und mache was auch immer, was ich da finde. Und ja, war dann freiberuflicher Entwickler für Linux-Kernel-Sachen in Deutschland. War auch relativ einfach, da irgendwie Aufträge zu finden. Linux wurde ja im Router-, Firewall- und so weiter Bereich viel eingesetzt. Und da gab es auch Firmen, gibt es natürlich heute noch, aber damals gab es auch schon Firmen, die da Produkte drumherum bauen. Und die brauchen dann natürlich irgendwelche Funktionen, die noch nicht vorhanden sind im Kernel. Und dann braucht man Leute, die sich damit auskennen, die da eben Erweiterungen dann bauen und so weiter und so weiter. Ja, das war dann viel Netfilter-IP-Tables-Arbeit für Firewall-Appliance-Hersteller. Der andere Bereich, der viel gefragt war, war Driver-Entwicklung für Hardware-Hersteller. Es gab dann doch tatsächlich Hardware-Hersteller, die sich um Linux-Support mal gekümmert haben. Das war ein Novum damals, ist auch heute ja leider oft noch schwierig. Ja, dann habe ich den einen oder anderen Driver geschrieben für irgendwelche Chipkartenleser oder andere Dinge. Ja, 2002, Umzug nach Berlin. Der Chaos Computer Club war schon immer faszinierend. Ich glaube, 97 oder so war ich auf dem ersten CCC-Kongress. Dann auch irgendwie da bedingt durch die Szene mehr IT-Security-Arbeit, wobei Firewalls ja auch schon irgendwie mit Security zu tun haben. Ja, aber dann eben auch in anderen Bereichen. Ja, dann ging es weiter mit OpenEasyX. Das waren die ersten Telefone, auf denen Linux lief. Also EasyX-Telefone waren Telefone von Motorola, auf denen Linux lief. Das haben sie noch niemandem gesagt damals. Und wir haben mit OpenEasyX eben versucht, da eine Open-Source-Distribution dafür zu bauen für diese Telefone. War auch wieder nur so ein Just-for-Fun-Projekt. Interessanterweise hat das aber dann dazu geführt, machen wir das erstmal, nein, stellen wir diesen Erzählstrang hinten an, wir gehen chronologisch weiter. So, also hackbare Telefone, war irgendwie interessant, da erstmals so ein, es war ja quasi wie ein PDA, wie man damals gesagt hat, ein Personal Digital Assistant, kennt heute auch keiner mehr. In Indien steht die Abkürzung für Public Display of Affection. Da war ich auch mal sehr überrascht, als irgendwann die Tochter eines Freundes kam, oh, jemand hat einen Verweis bekommen wegen PDA. Ja, wieso? Aber gut. Abkürzungen, ja, werden immer gern überladen, wie der Entwickler sagt. Hackbare Telefone, war faszinierend. Dann kam noch irgendwie diese Geschichte, die gerade auch in der Vorstellung schon angesprochen wurde, GPL-Violations.org. Ja, freie Software war für mich ja dann, nachdem ich es kennengelernt hatte, und jetzt sind wir ja schon 10 Jahre danach, nachdem ich freie Software kennengelernt hatte, eben ein Überzeugungsding. Ja, also ich habe freie Software entwickelt ganz bewusst, weil ich will, dass die Leute, die das benutzen, Freiheiten bekommen. Ja, die sollen irgendwie in der Lage sein, das selber sich durchzulesen, das zu bearbeiten, das zu verändern, sonst irgendwas. Und der Gedanke von Copyleft, also die Benutzung von Copyright, also Urheberrechten dazu, dass man diese Freiheiten garantiert und perpetuiert in die Zukunft, der ist wesentlicher Motivationsfaktor meiner Arbeit. Dann gab es halt Firmen, die angefangen haben, Linux und andere freie Software zu verwenden, ohne sich an die Lizenzbedingungen zu halten. Das war damals das erste populäre, bekannte Gerät, war dieser Linksys WRT54G, ja, also ein Wi-Fi-Router der Firma Linksys, am Anfang noch nicht Teil von Cisco, später dann von Cisco aufgekauft. Und die haben eben dort ein Linux-basiertes Betriebssystem eingesetzt und sich nicht an die Bedingungen gehalten. Das heißt, sie haben den Quellcode nicht veröffentlicht dazu, sie haben auch Dinge verändert und von diesen Veränderungen den Quellcode nicht zugänglich gemacht und dergleichen. Und die sind auch nicht, haben sich nicht bewegt. Also da gab es dann viele Entwickler, die da angeschrieben hatten und es ging hin und her, aber die Firma hat einfach sich nicht dran gehalten. Und dann dachte ich mir, naja, als übermütiger Mit-20er
der relativ gut verdient hatte und auch ein finanzielles Polster hatte, dachte ich mir, naja gut, jetzt probieren wir halt mal, das rechtlich durchzusetzen. Das Risiko kann man in Deutschland ja relativ gut überschauen, dadurch, dass Rechtsanwaltsvergütung ja geregelt ist. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Prozess begeht, kann man sich genau im Vornherein ausrechnen, wie viel kostet mein Anwalt, wie viel kostet der gegnerische Anwalt, wenn ich verliere, wie viel Gerichtsgebühren muss man zahlen, wenn man irgendwie verliert. Also man weiß sozusagen für jede Instanz ungefähr, was für ein Budget man braucht, um das irgendwie durchzufechten. Das ist ja ganz anders als in anderen Jurisdiktionen wie in den USA oder sonst irgendwo, wo das ja quasi völlig utopische Dimensionen annimmt, die auch schwer vorherzusehen sind. Dann hatte ich also gesucht einen Anwalt, der sich auskannte mit freier Software, und den gab es damals tatsächlich auch schon, also zumindest einen, aber es waren auch schon mehrere, aber eben ich hatte einen gefunden, der auch umfangreich schon veröffentlicht hatte in juristischen Fachzeitschriften über freie Software und Copyleft und dergleichen. Und dann haben wir da mal die ersten paar Firmen irgendwie angegangen, und ich glaube, so bis 2011 war das Projekt sehr aktiv, dann 2016 ist es ganz eingeschlafen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber in der Zeit waren es über 300 Fälle. Die wenigsten davon mussten vor Gericht. Ich glaube, es waren 13 oder so, die vor Gericht mussten, wo die Firmen also nicht außergerichtlich irgendwie sich an die Lizenzbedingungen halten wollten. Und es gab keinen einzigen Fall, der verloren wurde. Also es war erstaunlich einfach eigentlich, das durchzusetzen. Man muss sich nur die Zeit nehmen und dahinter klemmen. Ja. Copyleft-Lizenzen sind also keine Einbahnstraße. Ja, es geht darum, bei freier Software, was auch immer, oder zumindest bei, gibt ja freie Software, die permissive licensed ist, also wo man explizit darf, proprietäre Veränderungen zu machen. Ja, bei BSD-Lizenzen, MIT, Apache und so weiter ist es ja so, man darf diesen Quellcode benutzen, man darf auch proprietäre Programme damit erstellen, und man muss dann auch von veränderten Versionen nicht wieder den Quellcode herausgeben. Das ist ja ganz anders als bei der GPL, die bei Linux verwendet wird und bei vielen anderen Projekten. Da muss man eben den Quellcode immer zur Verfügung stellen, inklusive etwaiger Veränderungen daran. Und das ist eben keine Einbahnstraße, und das ist leider ein Lernprozess, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist in der Industrie. Ja, es ist nach wie vor so, ich kann wahrscheinlich heute in jeden Elektronikmarkt gehen, in jedem Land der Welt, und irgendwelche Produkte kaufen, die gegen die GPL verstoßen, wo die Hersteller irgendwie den Quellcode nicht rausrücken. Ja, es ist bei wenigen Firmen und in bestimmten Branchen, wo es schon lang genug eingesetzt wird, hat sich ein Lerneffekt durchgesetzt. Ja, aber sagen wir mal, es gab die WLAN-Router, und dann hat irgendwann die WLAN-Router-Industrie verstanden, ja, ich muss mich an die GPL halten. So, dann wird Linux in Fernsehen eingesetzt. Ja, die Fernsehindustrie weiß davon natürlich nichts. Ja, selbst wenn es die gleichen Hersteller sein sollten, jetzt, was weiß ich, Samsung oder sonst irgendwas, die sind ja dann so groß, dass die Abteilung, die Fernseher entwickelt, natürlich keinen Kontakt hat mit der Abteilung, die irgendwie Router entwickelt, und deswegen ist das Wissen natürlich nicht vorhanden, und deswegen geht das Spiel wieder von vorne los. Und dann irgendwie Navigationsgeräte mit Linux, dann ging das Spiel wieder von vorne los, dann irgendwann hatte ich einen Fahrrad-Home-Trainer mit Linux-Test gekauft, weil eine GPL-Verletzung da drin ist, in dem Display-Einheit, die in dem Fahrrad-Ergometer irgendwie verbaut ist. Ja, also ist Linux oder andere freie Software kommt in immer neue Produktbereiche, hat mit immer neuen Firmen zu tun, mit immer neuen Abteilungen in den Firmen, und jedes Mal geht dieser Prozess wieder von vorne los. Das ist ein ziemlicher Kampf gegen Windmühlen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wo auch immer Regeln da sind, egal welche das jetzt sind, ob man jetzt an Geschwindigkeitsbeschränkungen denkt, auf Straßen oder sonst irgendwo, ab und zu müssen die halt mal durchgesetzt werden. Ja, sonst wird sich nie irgendjemand dran halten. Also es muss irgendwie ein gewisser Abschreckungseffekt oder irgendwas muss schon da sein. Und das war eben das, was damals wir versucht haben mit GPL-Violations.org zu tun. Inzwischen gibt es andere Leute, die das tun. Das Projekt ist etwas eingeschlafen, weil man kann ja immer, nicht immer alles gleichzeitig machen. Technisch gut gab es dann Open Source RFID als weiteres interessantes Projekt. Ich gehe da mal ein bisschen schneller durch. Dann bin ich irgendwie nach Taiwan gegangen eine Zeit lang. Da gab es dann nämlich eine Firma, die Open Source Telefone tatsächlich sozusagen ab Werk entwickeln wollte. Und da war dann eben das vorherige Hobbyprojekt dann auf einmal irgendwie zum Beruf geworden. Ja, wir haben da aus Spaß an diesem Motorola EZX-Telefonen gearbeitet, und dann ging es eben, dort gab es eine Firma, die wollte das sozusagen offiziell machen, und dann sind die Leute, die an diesem EZX gearbeitet haben, denen wurden dann Verträge angeboten, und dann haben wir da
in Taiwan dann gearbeitet. So, dann war ich mal in Taiwan, dann lernt man da natürlich andere Leute kennen. Dann hat mich VIA angesprochen. Weiß nicht, ob irgendjemand hier noch VIA kennt. Ja, der eine oder andere ist der kleinste x86-Prozessorhersteller wahrscheinlich, den es gibt, inzwischen vor allem. Ja, die waren mal vor allem im Embedded x86-Bereich relativ weit verbreitet. So, und dann, man guckt sich ja ab und zu auf eBay nach interessanter Technik um, wenn man sich für Technik interessiert, und dann gab es da Mobilfunkbasisstationen auf eBay 2008. Ja, also eine Mobilfunkbasisstation, wo man ja sonst normalerweise nicht rankommt. Siemens BS11 war das damals, eine GSM-Basisstation, und dann dachte ich mir, na gut, mit diesen ganzen Internetprotokollen habe ich mich jetzt so lange beschäftigt, die kennt man ja alle in- und auswendig, jetzt brauchen wir was Interessantes Neues. Und das waren dann Mobilfunkprotokolle. Und das lässt leider sozusagen bis heute nicht los, weil das sind so viele Protokolle und da kommen so viele neue dazu die ganze Zeit. Da kann man also eigentlich nie Herr der Lage werden. Und es gibt sehr wenig Leute, die im Mobilfunkbereich freie Software schreiben. Das heißt, das ist wieder so eine kleine Community, wie Linux vielleicht in den 90ern war. Ja, so der Underdog, nicht viele verwenden es, aber es ist technisch sehr leistungsfähig und revolutionär in der entsprechenden Industrie. Gut, ja, dann entsteht also wieder Quersubventionierung, weil diese mobilfunkfreie Softwarearbeit will ja niemand irgendwie zahlen. Das heißt, ich mache Linux-Kernel-Entwicklung, um Geld zu verdienen, und mache dann irgendwie mit dem Geld, was ich da verdient habe, Open-Source-Mobilfunk. Das ging dann auch ein paar Jahre, diese Quersubventionierung. Ziel war dann jetzt nicht mehr hauptberuflich freie Entwicklung, sondern hauptberufliche Entwicklung an freier Software von Mobilfunkprotokollen. So ab 2010 haben sich dann auch erste Netzbetreiber dafür interessiert, und es gab dann halt wieder irgendwie freiberufliche Aufträge in dem Bereich. Wir haben dann, ja, Osmocom BB hat vielleicht schon mal irgendjemand gehört, das ist dann die Telefonseite, nicht die Netzseite vom Mobilfunk, entwickelt, und 2011 dann eine Firma gegründet mit einem anderen Mitentwickler dazu, die eben diese freie Softwareentwicklung im Mobilfunk vorantreibt. Mache ich bis heute. Wir sind jetzt 10 oder so, also doch immerhin 10 Leute können mit so einem Exotenthema irgendwie einen Lebensunterhalt verdienen. Ja, bin also dann bei dem Ziel angekommen, freie Software für Mobilfunkinfrastruktur und Hardware zu entwickeln. Ja, eigene Firma ist dann natürlich nochmal was anderes, als nur als Freiberufler für sich selbst verantwortlich zu sein. Ich schaffe es aber trotzdem tatsächlich, den organisatorischen Kram so weit zu reduzieren, dass man hauptsächlich entwickeln kann. So, in der Firma hat man natürlich wieder neue Herausforderungen, wenn man so auf freie Software besessen ist. Man will natürlich dann keine Buchhaltung in proprietärer Software machen, man will natürlich irgendwie das ERP, die Lagerverwaltung und so weiter alles in freier Software machen und so weiter. Und ich kann sagen, jetzt nach inzwischen doch 8 Jahren, das funktioniert. Also man kann das tun. Ja, auch mit deutschen Finanzämtern, und auch, dass das dann hinterher Steuerprüfungen übersteht und so weiter und so weiter. Man kann das alles mit freier Software machen, man muss es nicht mit proprietärer tun. Das Einzige, das ich tatsächlich noch mit Windows oder ja, manche andere proprietäre Software hat man schon zu tun, aber mit Windows jetzt speziell, ja, die einzigen Systeme, wenn jemand raten will, mit denen ich zu tun habe, hat jemand vielleicht... Steuern. Nein? Die der Eltern. Was? Die der Eltern. Die der Eltern, ja, da habe ich sehr wenig damit zu tun, das ist richtig, das ist nicht ganz falsch. Sind tatsächlich die Oszilloskope und Vector Network Analyzer und andere Messgeräte, die das halt fest eingebaut haben in der Elektronikentwicklung. Da kommt man halt wirklich sehr schwer drum rum. Ja, aber ansonsten kann man das tatsächlich machen. Osmocom, also dieses Open-Source-Mobilfunk-Projekt, ist auch hinreichend gewachsen inzwischen. Wir haben einige Dutzend Projekte, 140 Git-Repositories und so weiter. Also wie gesagt, auch in einem so exotischen Projekt. So, jetzt ein paar Zusammenfassungen. Freie Software vor 25 bis 20 Jahren im Vergleich zu heute, und das in unterschiedlichen Bereichen. Ja, damals absolute Nische, wir hatten das auch gerade eingangs ja schon in der Vorstellung, dass also man hatte da so eine CD, es war der Underdog, man musste irgendwie Gleichgesinnte finden und so weiter. Ja, Anwender damals, naja, Privatpersonen, Enthusiasten, Forschung zu dem Teil, und was ich jetzt kenne aus meiner Erfahrung, viele kleine mittelständische Unternehmen in Deutschland, die da Linux dann eingesetzt haben relativ früh. Ja, auch bei der Großbank, wo ich da war, haben wir Kernel 2399 schon produktiv eingesetzt dort damals, aber wir mussten es Unix nennen. Es dürfte niemand wissen, dass da Linux drin ist.
Ja, weil da hätte sich ja jemand erschrocken und hätte irgendwie einen Herzinfarkt bekommen, wenn das irgendwie Linux gewesen wäre. So, ja, wir hatten damals RCS und CVS als Versionsverwaltung, ganz furchtbar. Ja, alles dateibasiert und nicht auf ganzen Bäumen oder Projektbasis und so weiter. Es gab keine Continuous Integration. Ja, man hat irgendwie ewig kompiliert an irgendwelchen Dingen. Ja, also ich weiß tatsächlich, kommen auf die Architektur an, also bei Connectiva hatten wir glibc und sowas für X390 damals auch, also für Mainframes kompiliert, und das waren tatsächlich Tage auf dem System, die wir da hatten. Ja. Gut, im Vergleich dazu heute, freie Software, naja, wer setzt sie wohl am meisten ein? Großkonzerne. Ja. Und zwar vor allem aus Silicon Valley. Und zwar, also wenn man sich jetzt anschaut, die ganze Cloud-Industrie, die ganzen Rechenzentren, die ganze Virtualisierung, alles was passiert, das ist ja letztlich alles freie Software, oder nicht alles, aber vieles davon. Ja, und das sind die großen Anwender, und das sind leider auch die, ich glaube, da komme ich noch auf einen Erweiterungsslide dazu, aber die Entwicklung vorantreiben. Ja, also wenn ich mir anschaue, wer Linux-Entwicklung vorangetrieben hat damals, da waren das halt, naja, Leute, die Interesse irgendwo hatten und die das halt irgendwie vorangetrieben hatten. Vielleicht dann mal irgendwie der eine oder andere PC-Hardware-Hersteller oder sonst irgendwas, aber heute wird die Entwicklung, so wie ich sie wahrnehme, ich entwickle ja am Kernel jetzt nicht mehr selber mit, aber wird sie halt tatsächlich getrieben von Interessen der hyperskalaren Cloud-Rechenzentrumsbetreiber. Ja, also wenn man sich mal anschaut, wo kommen die Code-Bestandteile her und wer setzt irgendwie die Schwerpunkte in der Entwicklung, jetzt gerade im ganzen Netzwerkbereich im Kernel, das ist nicht irgendwie nach den Interessen des einzelnen Anwenders oder den Interessen von irgendwie jemandem, der irgendwo einen Server betreiben will, einen einzelnen oder sonst irgendwas, sondern es geht nur um diese gigantischen hyperskalaren Systeme. Ja, was wir auch neu haben inzwischen, sind sogenannte Contributor License Agreements. Also ganz viele Projekte erfordern, dass die Verwertungs-, also wenn ich jetzt irgendwo einen Patch einreiche bei einem Projekt, dass die Rechte übertragen werden an wer auch immer dann hinter diesem Projekt steht, was dann eine Single Point of Failure erschafft. Ich spring mal ein paar Slides an der Stelle. Ja, na gut, nee, machen wir. Zeit rennt mir etwas davon. Wer hat also entwickelt damals? Einzelpersonen aus Enthusiasmus, Wissenschaftler, ja, wobei in der Wissenschaft, muss ich auch sagen, ist halt sehr paper-orientiert und Proof of Concepts, und oft, ich sage nicht immer, aber oft entstehen da halt eher Forks, als dass Dinge wirklich zurückkommen aus der Wissenschaft. In der Industrie leider halt auch sehr einseitig, ja, wir sehen ganz viele Forks von Projekten und wenige Leute, die dann tatsächlich upstream arbeiten und ihre Erweiterungen auch wirklich einpflegen in die Versionsstände und so. Also ich bin da sehr pessimistisch. Ja, wir haben negative Trends auch wie License Proliferation. Das heißt also, dass es immer mehr neue Lizenzen gibt. Jeder benutzt irgendwie eine neue Lizenz und dafür wird die Software inkompatibel. Ich kann Komponente A nicht mit Komponente B kombinieren, weil wieder irgendjemand sich eine neue Lizenz hat ausdenken müssen. Wir haben sogenannte Pseudo-FOSS-Lizenzen, also Lizenzen, die aussehen, als seien sie Open Source, aber sie kommen nicht mit den Freiheiten, die Open Source eigentlich hat. Da gibt es dann Leute, die denken sich aus, wir nehmen da eine Apache-Lizenz, aber wir schreiben explizit rein, dass Patente nicht mit lizenziert werden an der Stelle. Dann habe ich zwar eine urheberrechtliche Lizenz, aber der Rechteinhaber kann mir immer noch mit Patenten irgendwie Geld abdrücken. Ja, wir haben Open Washing, also Firmen, die irgendwie sagen, ja, wir haben alles Open Source und so weiter, und wenn man dann mal, und haben dann noch das Logo der Open Source Initiative auf dem Firmen-Homepage, und wenn man dann mal guckt, dann tatsächlich ist es aber Open Core, und irgendwie 90% der interessanten Features, die bekommt man natürlich nur, wenn man die proprietäre Komponente kauft. Wir haben Anti-Copyleft Campaigning tatsächlich aus Silicon Valley, wo also ganz massiv Druck ausgeübt wird. Wir verwenden nur Software, die permissive lizenziert ist, also keine GPL-lizenzierte Software. Ja, also ich bin da durchaus skeptisch. Ich war auch schon mit Firmen 9 Monate in Vertragsverhandlungen zu Klauseln, die Open-Source-Lizenzen betreffen. Ja, das gab es vor 20 Jahren auch nicht. Ja, da hat man das halt gemacht. Ja, dann haben wir das sogenannte Cloud Computing, ja, was der Fokus eben ist. Vielleicht noch ganz kurz als letztes ein Abreißer zu Konferenzen im Vergleich zu früher. Ja, früher hatten wir sehr kleine Konferenzen, die sehr technisch waren, nicht kommerziell.
ja, in oder an Universitäten, der eine oder andere findet sich hier vielleicht wieder gerade, ja, es gibt sie noch, aber wenige, ja, und heute haben wir halt hauptsächlich, also vor allem an Entwickler gerichtet, kommerzielle Konferenzen, sehr viele davon nur noch von der Linux Foundation irgendwie organisiert, in irgendwelchen teuren Hotels oder Konferenzzentren. Da vermisse ich also schon irgendwie die Zeit damals und den Spirit, den wir damals hatten. Gut, und die restlichen Slides spare ich mir jetzt, weil sonst der Timeslot gesprengt wird. Ja. Dann hoffe ich, dass es trotzdem halbwegs interessant war. Ansonsten, wenn negatives Feedback kommt, dann halte ich nur noch technische Vorträge in Zukunft. Danke.